Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Sanchez. Vielleicht schon oben links gesehen habt, steht ja Werbung. Ich habe meine erste Kooperation. Ich benutze schon seit längerem die App Freechly. Vielleicht kennt das ja schon jemand von euch. Ich hatte das schon mal in einem Vlog, habe das schon mal ein bisschen erklärt. Freechly ist europaweit mit 30.000 lokalen Influencer, jetzt sage ich jetzt mal, vertreten. Freechly ist sogar in vielen Städten vertreten. Alle Großstädte in Deutschland, sage ich jetzt mal, und London und Tel Aviv. Jeder von uns macht ja Instagram-Stories. Also ich denke mal, jeder, der Instagram hat, hat bestimmt auch mal Instagram-Stories gemacht. Oder postet gerne mal ein Foto. Ne? Ist ja üblich auf Instagram. Ja, im Prinzip läuft das so, eine Hand wäscht die andere, macht eigentlich eine Story oder einen Post. Und dafür kriegt man was. Wie zum Beispiel einen Gutschein für 10 Euro. Oder auch... ich komme gratis in Museen rein oder im Schokoladenmuseum, wie ich auch schon gemacht habe. Auf jeden Fall, wir sind jetzt vor dem Kölnerkaden in Köln. Laura und ich haben Hunger und hier gibt es auch ein Lokal, was mit Freechly zusammenarbeitet. Ich kriege hier für eine Storypost 10 Euro Rabatt. Also wie das funktioniert, erkläre ich euch hier gleich im Laden. Bis gleich. Also ich zeige euch zuerst, wie man sich in der App zurechtfindet. Das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar... die sogenannte Map, hier sieht man halt alle Lokale, die man halt für einen Deal benutzen kann. Ich bin hier dieser kleine blaue Punkt, jetzt wisst ihr meinen Standort. Und wir haben hier zum Beispiel Hunger und ich sehe, okay, hier in der Umgebung sind drei Deals, die ich annehmen kann. Ich würde jetzt einen auf den draufklicken und da kommt man halt schon zu einem Deal. Das ist zum Beispiel Chocolate Dream. Ich würde jetzt für eine Story, die ich posten würde, 10 Euro bekommen. Und wenn ich jetzt ein Foto auf Instagram posten würde, würde ich halt 20 Euro bekommen. Die kann ich mir jetzt auch markieren, beziehungsweise als Favoriten speichern. Wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, jetzt schon dahin zu gehen und das gleich nicht mehr suchen möchte, habe ich sie jetzt als Favoriten gespeichert. Und dann findet man das einfach hier wieder. Ich will jetzt keinen Feed-Post machen, ich möchte jetzt einfach nur eine Story gleich machen. Deswegen drücke ich jetzt hier drauf, guck mir die Bedingungen an. Die Bedingungen werden dann eingeblendet hier. Ich muss dann eine Instagram-Story machen, die mindestens 5 Sekunden geht. Das ist ein Foto zum Beispiel mit dem Fokus auf den Essen oder die Location. Dazu muss ich halt die Location markieren bzw. verlinken den Partner und halt einen Hashtag machen. Das war's eigentlich. Man muss nicht nur lokale Deals machen, man kann hier auf dem Online-Explorer Online-Deals angucken. So, ich würde jetzt sagen, ich habe Hunger. Lass mal jetzt sein, oder? Ja. Okay. Wir suchen die ganze Zeit schon den Laden, aber der ist irgendwie draußen, keine Ahnung warum. Und hier müsste er eigentlich sein. Ja, genau. Ja, hier ist er auch. Ich nehme einmal einen Sesamring. Ist nur mit Spiegel, also ist mit Sucuk und Spiegelei, ne? Richtig. Und dann nehme ich schon Latte Macchiato Large. Und dann was als Süßes danach? Ja, ich soll mir Apple und Teller Pancakes. Oder lass mal nicht, ich muss später noch essen. Ich will was Süßes. Ja, dann nimm das mit Nutella. Kannst du das danach uns dann noch bringen? Ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich löse dann später den Frischi wieder ein. Ja, gerne. Essen wir und später. Okay, perfekt. Okay. Alles gut. Dankeschön. So Leute, wir haben jetzt hier ein Pancake mit Nutella und Erdbeeren. Wie man hier sehen kann, also mich sieht man das. Ich habe das Lokal markiert, man sieht es. Ich habe einen Hashtag noch gemacht und ich muss ja noch Werbung machen. Und das war's eigentlich. Jetzt am Ende, nachdem ich gegessen habe, gehe ich nochmal zum Kellner. Er bringt uns die Rechnung. Ich scanne den Code ab und das war's. Nein, hör auf, nicht essen. Ich mag es immer eigentlich vorne zu bezahlen, weil da kann ich ja gehen. Okay. Also, ich gehe dann wieder auf die gespeicherten Deals, drücke auf Deal annehmen und jetzt Deal einlösen.
Und jetzt muss ich halt von dem Kellner einen QR-Code bekommen, den ich dann abscanne und somit ist dann der Deal gültig. Ich habe die Story schon gemacht, deswegen habe ich die Vertragsbedingungen eigentlich schon erledigt. Brauche ich mich eigentlich nicht zu kümmern, weil ich hätte so oder so eine Story gemacht, weil das ist schön aus. Genau, das ist der QR-Code, den ich dann abscannen muss. Das mache ich jetzt einfach. Jetzt habe ich einen 10-Euro-Gutschein eigentlich schon. Ja. Genau. Jetzt muss ich den, habe ich ihn jetzt gezeigt und jetzt eigentlich geht dieser 10-Euro-Gutschein. Laura hat auch einen. Das nehme ich. Kannst du auch einfach jetzt einscannen? Einfach einscannen, ja. Müsste das. Ist schon klar? Genau. Dann steht auch hier halt. Was? Richtig. So, 15-Euro-Gutschein. Dann trägt ihr das halt ein. Und hat 9,10 Euro übrig. Wie war der Gesamtpreis eigentlich? Der Gesamtpreis war 24,10 Euro und also durch 15 Euro Gutschein bleibt 9,10 Euro übrig. Perfekt. Ich hoffe, dass alles in Ordnung war. Alles ja. Super, wirklich. Ich danke für eure Besuch. Ich danke dir. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Nur eine kleine Info noch am Rande. Jeder ab 16 Jahren kann Freechi benutzen. Er muss nur über 250 Follower haben. Also man kann deutschlandweit über 600 Deals einlösen und in London waren das 100. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt bin ich gefangen. Jetzt bin ich gefangen. Jetzt muss ich mit dir shoppen gehen. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Du hast eine Feder. Du bist so federleicht. Boah, die kosten 20 Euro. Was? Ich hab eh nicht was. Klar, kostet mir 32. Ein langer Shopping-Tag ist zu Ende und wir waren erfolgreich. Wir haben kein Geld ausgegeben. Wir haben irgendwie wieder Hunger. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber wir haben uns einfach gedacht, komm, lass uns mal eine Pizza essen gehen. Es gibt zwei Pizzerien hier in Pizzerien. Ja, ist richtig, ne? Pizzerias? Keine Ahnung, weiß ich Pizzerien? Nicht. Pizzerias. Pizzerien. Pizzerias. Ihr stimmt ab, Pizzerien oder Pizzerias? Hier in Köln, die mir sehr gut gefallen. Einmal Nenillo und 485 Grad, auch am Klotischplatz. Ich muss aber ehrlich sagen, es gibt keine bessere Pizza als in Italien. Leider. Was sagst du dazu? Du warst ja schon. Ja. Aber die hier sind schon krass. Ja, die, also die kommen gut da dran. Die kommen echt sehr gut dran. Ja, und ich habe auch direkt schon auf der Map auf der Freechi App geguckt. Ich kann wieder einen Coupon benutzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Was soll das? Das bitte. Ich werde im vierten. Hilfe! 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 Wie viel Grad? 683. Wie viel? 683. Und zeig mal, wie viel Grad sind das? 683. Kannst du bitte mal deine Karte von meinen weg tun? Nein. Warum? Damit wir uns mal berühren. Aber wir können es auch an den Füßen berühren. Kannst du bitte weggehen? Ich will dich gerade nicht. Was? Wie kann man so viel Kraft in einem haben? Genau, sag, wie stark ich bin. Sag es. Extrem schwach. Ich habe mir jetzt die Bedingungen angeguckt, das ist eigentlich genau das gleiche wie eben. Ich mache schon mal die Story, wenn das Essen da ist. Und ja, das war's. Und am Ende halt, wenn ich bezahle, habt ihr eben schon gesehen, ist genau das gleiche eigentlich. Dann habe ich wieder, wenn Laura auch einen Coupon hat, 15 Euro gespart. Also man spart eigentlich vor viel, ne? Also man macht so oder so die Story, das finde ich so krass, deswegen. Leute, ich habe noch sehr wenig Akku. Deswegen, Laura und ich gehen jetzt noch eine Wasserpfeife rauchen. Mama, ich rauche nicht. Ich hoffe, ich konnte euch das mit dem Essen mal ein bisschen zeigen. Ich werde jetzt noch, ich weiß, nächste Woche mit Jasmin und Ryan und Sarah ins Jump House gehen, also in den Move Artistic Dome. Und dann könnt ihr noch mal sehen, wie ich das zum Beispiel, ja. Ich wurde kurz unterbrochen. Eine ganz nette Zuschauerin hat nach dem Bild gefragt. Leute, scheut euch nicht. Ich bin immer sehr offen. Also wenn ihr mich sehen solltet oder einfach mal mit mir reden wollt, macht es. Das ist alles gar vielleicht kein Problem. Will ja eigentlich gar keiner mit dir reden. Das kann auch natürlich sein, wenn ja. Nicht. Vielleicht denke ich jetzt gar zu viel. Aber
ja, ich würde es nicht sagen, wenn es jetzt nicht so. Alles klar, du bringst dich unten in deine Möglichkeiten. Tschüss. Meine Pizza. Guck mal, wie die aussieht. Ich hab Falten bekommen. Vielleicht finden wir irgendwie einen Obdachlosen, dem wir das geben können. Anstatt das da liegen zu lassen, nimmt das mit und gibt das jemandem. Oh, ja, Kuss. Jasmin ist jetzt da und ich erschrecke sie. Hier, ist es okay? Ist es okay? Sarah nimmt eins mit. Findest du, der ist dünner geworden? Fabio? Mhm. Ich sehe es nicht. Aber ich glaube, du musst, wenn er sagt, dass er dünner geworden ist. Warum seid ihr so auf einmal, ja? Hey, ich hatte nur meine gefragt, Meinung. Oh, ist okay, unterstütze mich einfach nicht. Guck mal, wann wir die gekauft haben. Bist du eklig? Wann habt ihr die gekauft? Meinst du nicht, du hast viel Laura geholt? Hä? Warum hängen die da noch hier drin? Was willst du jetzt von mir? Weißt du, was er gemacht hat? Der hat die alleine hier drin aufgegessen. Nein! Ekelhaft. Wir haben die aufgemacht. Da habe ich die mit Laura gegessen. Die ist ja Zeuge. Kann die das ja beantworten? Wenn die das ja, so Laura. Spassi, wahrscheinlich frage ich die jetzt. Ihr seid zu ihr nach Hause gefahren. Ich frag die jetzt. Komm, kannst du jetzt sagen, wo wir hingehen? Ich frag oder die. Oder soll ich warten? Ich frag die jetzt. Hier ist sie wohl. Willkommen bei... No! Hi Laura, es ist ganz dringend. Wir suchen den Fabio. Kannst du bitte mich zurückrufen, wenn du das hörst? Danke, tschö. Oh mein Gott! Oh... Maus! Wir sind wieder vereint. Türkei. Willst du sagen, wo wir hinfahren? Ich weiß es nicht mehr. Wie, du weißt nicht mehr? Wir fahren ins Doma Tischdeck. Wir fahren jetzt zum Doma Tischdeck. Mufatistik. Das ist wie ein Jump House mit Trampolin. Da gibt es auch noch andere gesehen. Sachen. Was denn? Warst du schon mal da? Ich hab ein Video gesehen. Da gibt es auch Ninja-Parcours, ne? Also Parcours. Wie bist du angezogen gerade? Ich habe ein T-Shirt an. Und hast du auch für sie was mit? Ja. Hast du gesehen, was sie anhat? So eine dumme Idiot. Ach, die unten, ne, der oder? Unten rechts. Unten rechts, ne? Ja. Genau. Soll ich das jetzt zeigen? Bitte? Du musst jetzt. Was schon, ne? Das war's. Mir. Ich hab zwei Schnitzel, okay. Aber ich hab's gesehen. Viel Spaß. Wohin? Weiß ich nicht. Was denn? Wieso hast du denn eine lange Hose? Ich hab dich ja nicht gelassen. Warum soll ich? Hey, Junge, seid ihr dämlich? Es ist ein Krankheit. Ey, Junge, wir machen. Die ist eingestellt, dass ihr relativ hoch kommt. Das heißt, ist das ein Trampolin? Ne, das ist eine Airtrail. Ist eine, komm ruhig mal mit. Du auch? Du machst doch Saltos, oder nicht? Neck safe, das heißt, wenn du auf dem Nacken hier fällst, tut es auch nicht weh, weil das Ding geht dann sofort runter und schubst dich wieder hoch. Also ich wiege jetzt über 100 Kilo und das hält mich auf? Ja, schon. Also okay. Das steht auf jeden Fall bis zu 780 Kilo. Okay, so knapp. Passt bei dir. Knapp, oder? Also, mach dir mal gar keine Sorgen. Viel Spaß. Danke. Vorne fragen, ich laufe hier auch. Perfekt. Gucken. Danke. Da, danke für die Einreise. Ja, easy. Ja, warte. Jemand muss das kurz filmen. Jemand muss das kurz filmen. Jemand muss das kurz filmen. Ey, du springst da, ich spring hier. Eins, zwei, drei. Spring einfach.
Mach auch mal. Ich esse auch Werbung. Schön machst du das. Alle liegen auf dem Boden. Gummibären. Andere Taxi. Lili, 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 Lili. Sorry, aber alle sind irgendwie behindert. Lili, 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 Lili. Leute, kommt über Weihnachtszeit. Ich Oh mein Gott! Hast du noch kurz? Das fliegt so schnell! Sag mal. Was zeigt das? Hier! Ich krieg keine Luft. Ich bin total am Ende. Mir ist voll schlecht. Ich bin so unschuldig. Das macht aber voll Spaß. Ja. Alles gut? Ja, wir sind am Arsch. Wann wart ihr zusammen? Ey Junge, können wir dieses Thema mal sein lassen? Ihr wart zusammen? Fandet ihr euch wirklich? Wir waren zusammen und haben uns hässlich gefunden. Wisst ihr, wer er ist? Okay, ganz ruhig, Frau. Ganz ruhig. Kennst du Bilder von ihm mit den langen Haaren? Ich spende das jetzt hier ein. Ich war schon immer. Ich war schon immer. Ein Team. Ekelhaft, hast du irgendwie nass? Ich bin. Ja. Ich will weitermachen? Ryan, trink mal. Ich will nicht. Ryan, ich hab Angst vor ihm. Oh mein Gott, mein Leben hat einen Sinn, Leute. Oh mein Gott. Hast du das gefunden gerade? Das ist von mir, das war oben von jemand anderem. Ich spende das gleich. Ja, Leute, sehen, dass ich Parcours kann? Ja, Junge, wenn du da jetzt drüber springst, ne? Mama, ja, super. Mach du mal Klimmzüge. Ist die dafür da? Die bricht gleich ab, wenn Fabio sich dran hängt. Die Stange bricht, siehst du das? Das war dann wieder die Tiefdachtungsbaut. Das war's. Ja, der Körper schon zu lang, weil es nicht dafür da ist, um Klimmzüge zu machen. Auch sagen. Oh, das ist dafür, dass man da oben lang geht. Nein, nicht weil das einfach, das ist dafür da. Du hängst dich da auch dran, kleine Junge. Der macht auch Klimmzüge. Tu das doch hier hin. Und dann stehen wir alle so. Das jetzt von mir. Also was passiert jetzt? Schmeiß den Ball hoch, wir dürfen alle nicht nach oben gucken. Wir müssen einfach du musst warten, bis er auf den Kopf fällt. Ist er gleich mal? Ja. Okay. Filmst du? Ja. Warte. Warte! Ist jetzt so daneben, ja. Ey, Junge. Ich will es sehen. Das ist doch der Sinn der Sache, dass wir das ja sehen. Oh. Okay. Ey, Junge, lass doch jetzt mal. You ready? Ja. Mach den Kopf nach vorne. Ihr müsst eure... Oh nein! Das war knapp! Komm, Sarah auf den! Eins, zwei, drei! Zwei, drei! Ha 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 ha!
Sorry, Sarah, ne? Ryan kann sich manchmal nicht beherrschen. Hab ich den Ball gegen dein Gesicht geworfen oder das Handy gegen dein Gesicht? Oh, kann das? Hey Leute, ich bin, wie gesagt, am Ende. Wir haben uns kaputt gelacht und ich tue jetzt ein bisschen die Kamera weg. Ich entspanne mich noch ein bisschen hier. Ja, und dann, das war's. Danke an Fritschi, danke für die Kooperation wirklich und Sanchez.